Hey Leute, willkommen zum Heilungsprozess Tag 43. Heute werde ich wieder ein Thema behandeln, und zwar werde ich darüber reden, wie ich damals Süßigkeiten gehortet, gesammelt habe, wann das vorkam, warum das vorkam und was für einen Stellenwert Essen auf einmal für mich eingenommen hat und wieso das passiert ist. Ich werde euch zeigen, was ich esse, und ja Leute, werde wieder ein großes Ründchen heute drehen und mich bewegen, aber wahrscheinlich erst heute Abend, weil wir bei meiner Oma sind. Und genau, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like nach oben da. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ich küsse eure Herzen. So, Leute, jetzt rede ich wieder über meine aktuelle Gemütslage. Ihr kennt das Prozedere ja schon. Höchst motiviert, entschlossen, und daran wird sich auch nichts mehr ändern. Koste es, was es wolle. Ich will das unbedingt, mein Gewicht reduzieren. Noch mehr will ich weiterhin meine Komfortzone zu verlassen, an mir zu arbeiten, mich meinen Ängsten zu stellen, das mit den Zwangshandlungen nicht mehr nachzugehen. Das ist immer eine Riesenaufgabe, die mich Tag für Tag einnimmt. Also denkt nicht, ich habe einfach jetzt damit angefangen, seit über 2 Monaten mich dran gewöhnt und jetzt spielt das keine Rolle mehr. Das wäre schön. Die Angst ist so tief in mir verankert, die zu diesen Handlungen geführt hat. So tief in meinem Unterbewusstsein, ist in Fleisch und Blut übergegangen, und das ist ja schon eine Wahrheit für einen geworden. Und das kannst du nicht einfach so selbst mit Bewusstsein, so mir nichts, dir nichts, vernichten oder eindämmen, ohne daran zu arbeiten und jeden Tag aufs Neue geduldig und mutig zu sein, bis du für dich selbst den Punkt erreicht hast, wo du merkst, jetzt brauchst du das nicht mehr. Jetzt besteht auch nicht mehr die Gefahr, rückfällig zu werden. Und das braucht seine Zeit. Da musst du wirklich eine Zeit lang, Monate lang, je nachdem, welche Gedankenmuster oder welche Ängste du dir eingeredet hast, geduldig und stark sein. Ja, definitiv. Ja, Leute, ansonsten, ich habe sehr viel Spaß, euch das zu zeigen, was sich bei mir tut. Mindset-technisch, gedankentechnisch und die Fortschritte auf der Waage. Da habe ich gestern einen Kommentar lesen müssen. Ich habe da auch drauf geantwortet. Ich konnte meinen Augen nicht trauen, wobei ich mir das aber schon gedacht habe. Einer hat so geschrieben, schaut ihr auch nur die Sachen, die ihr isst? Schaut ihr euch auch nur die Essensvideos oder Essensbilder an und skippt ansonsten weiter? Ich dachte mir so, oh mein Gott. Ja, alles schon gehört, alles schon mitbekommen. Also jetzt gibt's Leute, die sich nur die Essensvideos oder Essensbilder anschauen, nur schauen, was ich esse. Dann gibt's Leute, die nur sehen wollen, was ich wiege, ob ich abgenommen habe oder nicht. Alles legitim, jeder wie er möchte, und das darf jeder auch sehr gerne so handhaben, wie er möchte. Jeder soll für sich selber das aus dieser Sache herausziehen, was ihn interessiert, was ihm persönlich weiterhilft. Aber da sollte man sich wirklich hinterfragen, inwiefern hilft dir das in deinem Leben weiter, wenn du einfach nur siehst, was ich gegessen habe. Was sagt das denn eher über dich aus? Solltest du dir da nicht Gedanken machen, wenn dich nur das interessiert von den Dingen, die ich hier sage und teile? Selbiges gilt dafür, wenn man nur sehen möchte, ob ich abnehme oder nicht und der Rest einen nicht interessiert, der Weg dahin, die Gedankengänge, was sich tut, der Prozess, da schöpft man doch Inspirationen aus der ganzen Sache, da wird man doch wirklich mit Informationen zugeballert und kann da wirklich richtige Informationen für sich aufnehmen. Wie ich finde, ist das pures Gold, super tolle Gedankengänge, sehr viel Wissen und eine tolle, vernünftige, gesunde und richtige Ansicht, was Essstörungen angeht, was die psychischen Marotten, Begleiterscheinungen und Hintergründe der ganzen Thematik angeht. Man lernt was. Man lernt was fürs Leben, was das Selbstbewusstsein angeht, sein Selbstbewusstsein zu formen, Selbstwertgefühl, besser mit seinen Ängsten umzugehen generell sich besser annehmen zu wollen und zu können. Und dann interessiert das einen nicht. Das finde ich schade. Ich habe auch geschrieben, wer das nicht für sich annimmt, verpasst meiner Meinung nach was fürs Leben. Und er kann da wirklich sehr, sehr wichtige Dinge für sich mitnehmen und lernen, wenn man es denn möchte und wenn man sich darauf einlassen möchte und wenn man Wert darauf legt. Aber wahrscheinlich geht es der Person gut und sie hat das nicht nötig, Dinge für sich aufzunehmen und zu lernen und die Persönlichkeit zu entwickeln, dahingehend, okay, top, müsste man ja zumindest meinen. Aber das hier mache ich für mich,
um mich weiterzuentwickeln, um das hier festzuhalten und auch für euch, aber in allererster Linie für mich, damit ihr daran partizipieren könnt und für euch wirklich auch richtige, wichtige Dinge mitnehmen könnt, Bewusstsein schafft und motiviert werdet zu handeln, euch nicht aufzugeben, an euch zu glauben, zu sehen, dass alles möglich ist, selbst aus eigener Kraft, ohne sich psychologische Hilfe zu holen von außen. Und da ist bei weitem nichts verkehrt dran, aber ich habe mich damit auseinandergesetzt und für mich selber, ja, wie ihr wisst, diesen Weg angenommen, es aus eigener Kraft zu schaffen, weil ich es nicht mehr als nötig angesehen habe, bei dem, was ich über diese Materie erfahren habe und bei dem Bewusstsein, was ich geschaffen habe, noch von außen irgendwie Hilfe zu bekommen, um mein Bewusstsein zu erweitern oder diese Thematik verstehen und annehmen zu können. Ja, Leute, da habe ich jetzt einiges zu der Sache gesagt. Jeder so wie er möchte. Das liegt nicht in meiner Hand, was Leute für sich annehmen wollen und was Leute interessiert und was nicht. Letzten Endes werde ich hier mich heilen und euch daran teilhaben lassen. Und das mache ich jetzt schon seit 43 Tagen. Da werden noch einige Dinge auf mich zukommen, die dafür sorgen werden, dass ich meine Persönlichkeit weiterentwickle und aus meiner Komfortzone komme und meine Angst weiterhin eindämme. Und da bin ich froh drüber. Und jedes Mal aufs Neue merke ich, Bewusstsein schaffen, Achtsamkeit und Handeln wird nicht in Fleisch und Blut übergehen, wenn du etwas jahrzehntelang gemacht hast. Dieser Mut und diese neuen Gewohnheiten, das braucht seine Zeit. Und das hast du auch nicht in 2 Monaten oder 2,5 Monaten bereinigt. Ne? Ja, das ist ein Prozess. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Wie war das denn eigentlich mit den Süßigkeiten horten und warum hab ich das getan? Es fing an nach meiner ersten Crash-Diät im Alter von 11 oder 12 Jahren. So bin ich erst wirklich richtig in die Essstörung geschlittert und Süßigkeiten und Essen an sich haben einen viel höheren Stellenwert in meinem Leben eingenommen, weil ich mir ja Nahrung verboten habe, mich gemaßregelt habe, gehungert habe. Ich habe tonnenweise Süßigkeiten gehortet, muss man ja schon fast sagen, ne? Ein bisschen überspitzt. Kinderriegel, Snickers, Mars und hast du nicht gesehen. Meine ganzen Schubladen waren voll. Ich habe sogar unter meinem Bett gehortet. Habe die Süßigkeiten einfach aufgemacht, dran gerochen, wusste, ich kann sie ja eh nicht essen, weil ich mir das verbiete, weil ich sonst zunehme, hatte gar nicht das Gespür dafür, dass nur der Kaloriendefizit zählt, dass man sich auch Süßigkeiten gönnen kann, dass Süßigkeiten per se nicht schlecht sind, dass es keine guten und schlechten Lebensmittel gibt. Also, dass man so nicht unterteilen sollte von den Nährwerten, gibt es gute oder bessere oder schlechtere, ihr wisst, was ich meine. Und so hat sich da einfach etwas aufgebauscht in Sachen Essstörung und Glorifizierung der Süßigkeiten und Lebensmittel, die auf diese Art und Weise hätten nicht entstehen dürfen. Ich habe dran gerochen, die Süßigkeiten sind schlecht geworden, die sind vergammelt. Ich hatte Freude und Spaß daran, wenn andere das gegessen haben, habe mich daran aufgegeilt. Und dann, wenn es dann soweit war, habe ich alles in Massen mich hineingeschlungen. Die Schubladen waren voll und es gab für mich nichts Schöneres als Süßigkeiten und Fastfood in Mengen zu essen. Ich habe das aufgeschrieben, mich daran aufgegeilt und war froh und stolz darüber, dass ich ja, dass ich diese Süßigkeiten und diese Fastfood-Sachen gegessen habe. Und das hat sich wie ein roter Faden durch mein Leben gezogen. Man muss sagen, bis heute noch, diesen hohen Stellenwert, die das Essen hat und dieses auf den Podest stellen und glorifizieren. Und alles nur, weil ich mir damals Sachen verboten habe und in gut und schlecht eingeteilt habe und nicht wusste, dass man sich auch Sachen gönnen kann, dennoch abnehmen kann. Und so hat man das immer nur mehr gefördert. Und auch dieses, ich muss das alles in mich hineinfressen, ab morgen diät ich dann. Und dann hat man immer mehr, als man sollte, gefressen. Und hat sich das ja verboten und gedacht, ab dem nächsten Tag fängt man ja wieder an abzunehmen. Und das war noch mehr Gift, diese beiden Dinge, diese Süßigkeiten so zu verherrlichen, sich zu verbieten und Lebensmittel und Fastfood und. Und generell immer zu denken, ab morgen. Ja, wow. Also diese Dinge kann ich euch nicht ans Herz legen. Verbietet euch nicht, habt keine Angst vor Lebensmitteln, egal welche das sind. Baut sie mit ein in eurem Ernährungsplan oder so, wenn ihr Gelüste habt. Und vor allen Dingen denkt nicht immer ab morgen, ihr könnt alles essen, was immer ihr wollt. Ihr braucht nicht verzichten. Die Dosis macht das Gift, die Menge macht das Gift. Und dann gibt es auch immer noch Varianten, die man gestalten kann, die proteinreicher und bessere Nährwerte haben. Okay, Leute?
Davor möchte ich euch warnen. Und ich bin ja jetzt bei meiner Oma, bei der Familie, mütterlicherseits, freue mich sehr darüber. Ihr werdet später was von mir hören. Ich weiß nicht, ob ich schaffe, das, was ich esse, aufzunehmen. Ich esse bei meiner Oma. Ich mache auf jeden Fall Bilder, die ich posten werde. Und dann geht es abends nochmal ein großes Ründchen, gehe ich von aus, spazieren. Also gehe ich ein großes Ründchen spazieren. Bin ich mir aber noch nicht sicher. Kommt drauf an, ob ich Lust habe oder nicht, denn anfangen, mich zu zwingen, sollte ich auch nicht. Ja, Leute, auf jeden Fall denke ich, habe ich wieder viel gesagt. Ich küsse eure Herzen. So, Leute, jetzt geht's noch spazieren, großes Ründchen, Bewegung. Ich fühle mich auch dazu in der Lage, bin jetzt nicht ausgepowert. Ich war bis eben bei meiner Oma, da habe ich auch die Bilder gepostet, was ich gegessen habe. Und genau, Leute, jetzt auch einfach fürs Gemüt, für die Seele rausgehen, ein bisschen Ablenkung, schadet ja nichts. Vor allen Dingen, wenn man es jetzt kann, weil es für einen nicht mehr anstrengend ist. Es ist ja schon zur Routine geworden. Ich flitze den Kreisverkehr wieder hoch und runter und das im Eiltempo, im schnellen Tempo. Früher, als ich in der Nacht mir immer mit dem Taxi ab McDonald's holen lassen oder mir in der Tankstelle Alkohol und zu fressen geholt habe, mitternachts. Ich weiß noch, als ich diesen Weg hoch, ja eher runtergegangen bin. Es gab eine Zeit, da bin ich auf dem Hinweg noch zu Fuß unterwegs gewesen und zurück dann mit dem Taxi. Und dann hat sich das geändert, hin und zurück mit dem Taxi. Aber in der Zeit, als ich da noch zu Fuß gegangen bin, eine Zeit lang, den Hinweg, war es für mich eine reinste Tortur mit 180 Kilo, mich vorzubewegen. Am Schwitzen, beim Atmen habe ich gepfiffen, gehustet. Und jetzt einfach so fit zu sein und das gewohnt zu sein und mich daran zu erfreuen, ist einfach nur richtig, richtig geil. Ich möchte mich auch nochmal bei euch bedanken, das Privileg zu haben, hunderte, tausende Menschen zu erreichen mit dem, was ich hier mache. Ich würde all mein Geld dafür geben. Wäre ich Millionär, ich würde alles dafür geben, das zu machen, was ich gerade mache. Menschen zu inspirieren, zu motivieren, Sichtweisen, Bewusstsein zu verändern, Menschen zu helfen, jemand zu sein, mit dem man sich identifizieren kann, der das klar ausspricht. Dafür würde ich all mein Geld, all mein Hab und Gut geben. Und ich bin froh darüber. Es ist das größte Gut. Es ist eine Passion. Auch wenn sich das finanziell nicht auszahlt, liebe ich dafür. Und das kann mir keiner nehmen. Und da bin ich so dankbar drüber. Und ich hoffe, dass ich das noch auf einem anderen Level heben kann. Ne, wir Menschen streben immer nach mehr. Aber das, was ich schon getan habe, ist einfach nur allererste Sahne und geil. Und ich freue mich so darüber. Das kann ich in Worte gar nicht ausdrücken. Das ist einfach nur geil. Ja, dieses Zweischneidige ist einfach diese depressiven Phasen, Alkoholabstürze, dieses gewichtige, schwierige Thema, das sich viele nicht eingestehen wollen, wo viele sich nicht trauen, darüber zu reden, Menschen damit wirklich zu erreichen und sich mitzuteilen, weil es ein großes Tabuthema ist, wenn man ein Problem mit der Psyche hat. Damit in die Öffentlichkeit zu gehen, alles zu zeigen, alle Auf und Abs, ist ein hartes, ja, wie soll ich denn, etwas Hartes. Ne, und das können nicht viele. Das ist dieses Zweischneidige, aber das, was es gibt an Inspiration, Motivation und Gleichgesinnte, die man findet und vor allen Dingen jetzt, wo es so läuft, dieses Inspiration und Motivation schaffen. Ich bin ein gesegneter Mann. Ich werde euch gleich die Schritte posten, die ich geschafft habe. Es werden ein paar Schritte werden. Besser als zu Hause rumzulegen, Sonne tanken. Ein bisschen Bewegung kommt am Ende dabei heraus. So, Leute, ich bin ein bisschen getriggert, seht es mir nach, aufgrund dessen, dass es auch mal Meinungsverschiedenheiten gibt und man nicht von jedem so angenommen wird, wie man ist und nicht alle das Maß an Verständnis für die Situation aufweisen, in der ich mich befinde. Und ist es okay? Ich gehe meinen Weg, am Ende kackt die Ente, weiter fokussieren und immer, immer weitermachen. Leute, so, ich beende den Heilungsprozesstag 43. Ich küsse eure Herzen. Danke für euren Support. Danke für den Rückhalt. Und ja.